Wenn du bei dem Reiter die Augen zumachst, dann schaffst du es locker. Ja. Willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4. It's about time. Derek ist am Start. Hallo! Und hat in diesen Satz gestern bei Alinas Stream etwas Perverses reininterpretiert. Dabei wollte ich einfach nur eine lustige SpongeBob-Anspielung machen. Ja, wie angekündigt, verbrenne ich erstmal elendig. Befinden wir uns jetzt also in der Snacks-Dimension invertiert und Derek ist am Start. Und das Ganze wird also jetzt uncut sein und wir werden uns hier einfach mal durch diese Level quälen. So wirklich so was weiß ich noch nicht, außer dass, ja, unter Wasser und so. Und wir sehen, dass wir einfach enorm langsam sind. Ja, deswegen, also diesen Inverted-Modus hasse ich halt einfach. Ja, ich hatte deine Videotitel gelesen. Da hattest du einfach nur Hass offenbar auf diese Unterwasser-Level. Ja. Ja, ich freue mich. Ich habe gestern dann auch so ein bisschen ausgeschaltet beim Stream dann später. Damit ich mich hier nicht allzu sehr spoilere. Also ich habe noch gelesen, ihr habt da noch irgendwie den versteckten Edelstein ja auch drauf aufmerksam gemacht und sowas. Ja. Das habe ich mir jetzt dann nicht mehr angeschaut. Aber wo ich mich aber geirrt habe, weil der versteckte Edelstein, den ich dachte, der war in der Originalversion, wo man da links bei den Autos ja, hier vorne, ne? Genau. Das Gute ist, ich kann... Oh Gott. Ja, muss man sich dran gewöhnen. Das Gute ist, ich kann so Sachen wie hier vorne und sowas jetzt problemlos sagen in diesem Inverted-Modus, ohne dass die Verzögerung uns hier irgendwie voneinander trennt, weil sie einfach so langsam ist. Also ich werde da noch nicht 5 Kilometer weiter sein, bis du das Bild siehst, was ich meine. Aber ja, es wäre eigentlich... Ich glaube, das ist hier sowieso eigentlich ziemlich delay-los. Wir könnten auch langsamer sprechen und ich beschleunige das Video im Nachhinein. Aber habe ich keine Lust drauf. Das klingt nach einer guten Idee. Bunte Burger sind auch eine gute Idee. Dann dürfen wir aber auch nur normal reden, wenn die Zeitmaske benutzt wird, weil da bewegt man sich ja in normaler Geschwindigkeit. Ja, irgendwie sowas habe ich auch mitbekommen. Da bin ich mal gespannt. Ich habe noch nicht gesehen, wie das aussieht. Mal schauen. Nein! Ach ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich ja jetzt Ewigkeiten warten, bis das Ding wiederkommt, oder? Ich hoffe, ich schaffe den. Na, eh nicht, ja. Ja, ich habe jetzt hier auch wieder meine tollen Sony-Kopfhörer am Start, weil meine anderen Billo-Kopfhörer kaputt gegangen sind, die ich bei Amazon bestellt hatte. Uiuiui. Vom Schutz. Erstmal schön rot auf das Mikro hauen. Schön rot auf der Tonspur. Ja, die sind kaputt gegangen nach 2 Monaten oder sowas. Jetzt habe ich wieder die schönen standardmäßigen, die ich eigentlich seit meiner frühen Jugend, so als ich 12 war oder sowas, damals im Saturn immer erworben habe. Für 7 Euro. Genau, für 7,95 Euro habe ich mir gleich 2 gekauft. Sehr gut. Ich nehme gleich 10. Ja, und dann nehme ich die jetzt wieder, um den Ingame-Sound über meinen Bildschirm zu hören. Also steck die in den Bildschirm, damit ich den Ingame-Sound darüber höre. Und hab darüber meine Noise-Canceling-Kopfhörer, die mit Discord quasi verbunden sind, damit ich den Rick höre. Wo ich auch mal wieder überhaupt nicht dran gedacht habe, dass ich dich ja auch wieder hören muss und das separat ist und nicht am Spiel dran hängt. Irgendwie denke ich da immer in letzter Sekunde dran, wenn wir irgendwie Sachen zusammen aufnehmen, dass ich ja 2 separate Soundquellen habe. Das ist schrecklich. Naja. Und die drücken dann halt ein bisschen, weil natürlich die Over-Ear-Dinger da drauf drücken, wie sonst wird. Richtig. Es ist echt merkwürdig jetzt hier, heilige Scheiße. Na gut, kommt auch immer so ein bisschen auf die Over-Ear-Kopfhörer an. Also wenn man da dann relativ große oder weite hat, dann geht das, glaube ich, auch ganz gut. Mhm. Aber das auf jeden Fall ist an Kopfhörern alles besser als diese komischen Billo-Dinger, die man meistens aus Krankenhäusern kennt. Oder aus irgendwelchen Bahnen oder Flugzeugen. Ich glaube, ich habe sowas nur mal im Flugzeug gehabt damals. Also schon mit diesem ganz billigen Draht oben. Bestimmt schon 15 Jahre her. Und diesen richtig schlimmen, aufsetzenden. Ah, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, ja. Ach du Scheiße, ja. Die tragen sich schlimm. Die klingen einfach schlimm. Also die sind auch nicht mal ein Euro wert für dich. Das sind so Air Berlin Flashbacks. Ach du Kacke. Gibt's mittlerweile so nicht mehr. Stimmt, genauso wie Tom Cook.
Wobei, Tom Cook war keine Fluglinie, ne? Tom Cook war ja nur ein Reisebucher. Die hatten auf jeden Fall, also die waren auch auf Flugzeugen, ne? Drauf. Ja. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das irgendwie. Ja, ist mir auch eigentlich relativ egal. So. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich alle Kisten erwische. Das ist abenteuerlich. Und dauert halt einfach Jahre. Dem Level ist es ja relativ gut machbar. Also ich hätte da auch nicht so sonderlich Probleme. Dennis hat hier so Probleme mit diesen Wandsprüngen, Wandläufen. Fand ich auch sehr interessant. Ich habe ja auch schon gesehen, er hängt ja irgendwie am letzten Tape-Level und das schon seit 4 Parts oder so. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich bin jetzt noch nicht mal, also ich denke mal, er ist da mit der Story durch. Oder? Oder noch nicht? Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich da jetzt gerade bei, ich glaube, bei Toxische Tunnel war ich. Ah. Beim Schauen. Also es ist auch schon so um Part 80 rum. Also ich hatte halt nur in Part 90 mal reingeguckt und da sagte dann quasi so Take 3 für das Level und ich dachte so, was? Also die Sache ist halt, das letzte Tape-Level ist echt nicht schwer. Das ist sogar noch verhältnismäßig einfach. Kamen hier nicht die Roboter? Oder kommen hier keine Roboter mit Nitro? TNT? Doch. Ach, da kommen sie, okay. Hallo, kommt mal bitte her. Kommen Sie bitte mit, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Top. Oh. Ich wollte eigentlich, dass sie da unten gegen den Boden fliegen, aber na gut. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Ich habe vorhin eine tolle Vodafone-SMS wiederbekommen, von wegen so, ey, haben Sie nicht Bock, irgendwie ein Küchengerät oder einen Fernseher zu gewinnen? Sie müssen uns nur Ihre Werbeeinwilligung geben. Und ich so, nein. Ich habe keinen Bock, dass ihr mir Werbesachen schickt. Ich habe gestern nur eine SMS überhaupt bekomme. Ja. Ich habe gestern nur eine SMS darüber bekommen, dass jetzt mein Datenvolumen leer ist. Das erreiche ich überhaupt nicht mehr. Also ich habe auch relativ viel, glaube ich, dafür, aber bin halt kaum unterwegs. Das war aber gestern halt auch so der letzte Tag. Also heute habe ich schon wieder neues Datenvolumen. Okay. Das erneuert sich bei mir immer am 17. Um mal hier kurz festzumachen, wann wir hier aufnehmen. Ja, am 17. was? Nein? Welcher Monat? Das könnt ihr selbst erraten. Wahrscheinlich September. War das Spiel ja schon draußen. Ja, finde ich auch so krass, weil du hast dieses Video vor über einem Monat einfach schon online gebracht, wo du den Inverted-Modus hiervon gespielt hast. Alter Schwede. Da war das Spiel halt einfach gerade mal. Ja, wobei, das war gut. Da war das Spiel 2 Wochen draußen. Stimmt. Krass. Und du beschwerst dich vor allem in den Videos noch darüber, dass du nicht mehr als ein Part aufnehmen kannst am Stück so. Oder zwei. Das fand ich dann immer so in der Kombination noch ziemlich krass. Also auf Dauer wird sowas halt bei mir zum Zwang. Deswegen kamen jetzt auch schon seit 3 Wochen keine Parts mehr. Weil ich so null Lust habe, das gerade selber zu spielen. Nee. Ah, okay. Noch lange nicht. Ich habe zuletzt halt Wo bin ich? Ach Gott. Ja. Mit Marvin eine Session aufgenommen, wo ich denn die Tapes beendet habe und so, glaube ich, noch ein paar versteckte Edelsteine geholt habe. Aber sonst. Nee. Ich meine, gut, das Angenehme für mich ist, ich würde ja so oder so Relikte und perfekte Relikte nicht im Let's Play machen, also nicht on-screen. Ist der langsam. Aber ja, eigentlich wollte ich ja noch ein paar Parts machen, wo ich dann halt die ganzen versteckten Relikte zeige, aber dazu kam ich bisher noch nicht. Ich könnte mir halt eigentlich auch einfach nur eine Lösung im Internet abrufen. Das wäre eigentlich gar nicht so das Problem. Aber dann hat mich irgendwie eher so... Sehr gut. Da hat mich aber irgendwann so die Lust auf Resident Evil gepackt. Dann habe ich das in einer Woche quasi mehrmals durchgeballert im Stream und seitdem, ja. Ja, bei mir ist so ein bisschen wieder Animal Crossing dazwischen gekommen, wo ich ja meine ganze Stadt eigentlich nochmal überarbeitet habe auch. Haben die da wieder neue Events? Das wäre dann so der erste Einbruch. Ja, es gibt jetzt halt, im November kannst du halt Pilze sammeln. Ist halt so spektakulär, wie es klingt. Du kriegst am Tag maximal 5 Pilze, die du sammeln kannst. Das war dumm, aber egal. Was soll's. Vielleicht klappt's ja doch noch irgendwie. Jo. Ja, eher nicht, ne? Aber. Ich hätte dann wieder entschleunigen. Ja, okay. Ich fand das Bonus-Level noch nie besonders toll. Das ist eins der blöderen. Warum? Ach, lol. Ah, na, sorry. Ja, jetzt bringt es auch eigentlich nichts, dass jetzt im Nachhinein... wobei, komm, ich mach's jetzt nochmal. Ich schreibe mir mal gerade die Zeit auf. Ja, irgendwie hat mein Mikro wieder
ich habe das nicht disconnected oder irgendwas, aber Audacity hat sich gedacht so, yo, geil, neue Soundquellen, jetzt stellen wir das Mikro wieder auf 100 statt auf 94 Lautstärke. Oh. Das ist natürlich super. Deswegen ist der Ausschlag so groß, ich habe mich schon gewundert. Mann. Ja, gut. Krass, dann, machen die 6% so einen heftigen Unterschied? Die machen so einen heftigen Unterschied, auf jeden Fall. Krass. Es ist ekelhaft. Warum hat das gemacht? Aber das war sowieso so faszinierend, fand ich früher bei meinem ersten USB-Mikrofon, das ich benutzt habe. Da habe ich auf dem damaligen PC, auf dem ich es benutzt hatte, brauchte ich maximal 10% einstellen und ich hatte schon eine ziemlich hohe Lautstärke. Hm. Hätte ich auf 100 gestellt, dann wäre alles komplett übersteuert gewesen, und zwar immer. Und denn bei einem anderen PC-System, ich glaube bei dem ersten, den ich mir selber geholt hatte, den Schrott-PC für 320 Euro oder was das war. Wie soll man das machen? Das ist doch scheiße. Jedenfalls bei dem eigenen PC-System, da musste ich denn das Mikrofon so zwischen 70% und 80% einstellen. Das ist schon krass, was sie da so für Unterschiede haben. Ah, nee, da das kommt nicht. Wahrscheinlich irgendwie immer so ein bisschen auf die Stromversorgung oder so an. Ach, es ist doch der pure Mindfuck. Ich meine, ich verstehe, wenn ich die Zeit verlangsame, dass ich die Nitro-Kiste dann dadurch halt berühren darf. Aber wenn die Zeit dann eben schneller läuft, beziehungsweise ich mich halt schneller bewege dadurch, da komme ich doch gar nicht mehr drauf klar. Na, sonst versuchen vielleicht erst auf die Holzkiste, dann rüber zur Nitro, dann zurück zur TNT und dann auf den Metallblock? Ja, das ist wahrscheinlich, also, das ist wahrscheinlich die Lösung, wie ich das hier machen muss. Weil im Original habe ich es andersrum gemacht. Also, da habe ich es so gemacht wie jetzt, nur das klappt halt jetzt einfach nicht. Deswegen, ja, wäre das wohl besser. Hier sind quasi auch die Geschwindigkeiten invertiert. Ja, genau. Das ist nicht gut. So. Hervorragend. Ja, komm, explodiert einfach erstmal. Ich brauche gerade mal einen Moment für mich. Ich muss erstmal meine Chakren wieder laden. Los! Uiuiui, das ist ja gar nicht gut jetzt, oder? Moment. Doch. Wie war das? Ah, scheiße, wie war das denn nochmal? Ja, da brauchst du jetzt einfach nur die Fallkiste. Ich glaube, die Trampolinkiste solltest du da lassen. Die da in der Luft schwebt. Ach so, die in der Luft schwebt. Ja, ich dachte, du meinst die da drüber. Ja, ich weiß, der Dennis hatte da Probleme damit, weil er eben genau das versucht hat, was ich jetzt versucht habe, die Trampolinkiste wegzudrehen, um nur die Pfeilkiste übrig zu lassen. Aber im normalen Bonus war es auf jeden Fall möglich, dass man die Trampolinkiste normal zerstört von der Zeit her und dann trotzdem noch nicht der Nitro-Switch ausgelöst wird. Jetzt weiß ich nicht, wie das hier mit den invertierten Geschwindigkeiten ist, beziehungsweise welche ich da eingestellt haben muss. Na gut, der Nitro-Switch, der wird ja jetzt eh noch nicht aktiviert. Ja, der wird ja hier aktiviert. Hey. Ach stimmt, ja. Ja, die TNT-Kiste darfst du so gesehen dann noch gar nicht mitnehmen. Stimmt. So, geht doch. Weil ich glaube, jetzt wird das ein bisschen schwer mit dem... Nö, das ist, funktioniert jetzt alles. Das müsste funktionieren, Rückweg. Gesundheit. Dankeschön. Na, das war... Ja, da war ich einfach viel zu langsam auf der ersten. Gut. Ah, scheiße. Vielleicht zeichnet es sich langsam ab, dass ich zu relativ späten Uhrzeiten noch unterwegs bin. Ach ja? Was heißt relativ spät, ist eigentlich Quatsch. So meine Spaziergänge, die ich gemacht habe, die waren so um 16:30, 17:30. Ja, der ist ja schon dunkel. Ja. Es zählt schon. Da ist schon kalt. Das ist auch voll toll. Dachte ich mal so, ja komm, im Urlaub, da die Woche, die ich jetzt habe, kann ich ja auch mal wieder schön mein Puzzle dann vielleicht auch fertigstellen. Ich mache das jetzt trotzdem hier so. Naja, daraus wird halt nichts, wenn einfach um 13 Uhr trotzdem das stockfinster draußen ist. Weil einfach das Wetter gerade richtig kacke ist. Und dann wird es sowieso schon ab 16 Uhr dunkel, und dann habe ich überhaupt kein Tageslicht mehr dafür. Ja. Und ohne Tageslicht ist das echt ekelhaft. Oder sonst kaufst du dir eine Softbox und hast eine Tageslichtlampe. Ja, wir haben hier so eine richtig krasse Lampe, damit die Hasen ein bisschen Vitamin D halt kriegen, weil die ja nicht so oft draußen sein können. Uiuiui. Mhm. Also ich glaube, die wäre dafür gut genug. Aber die packe ich ja nicht darüber. Boah, ist da alles scheiße, Mann. Ich raff hier gar nichts. Das ist doch kompletter Mindfuck, wirklich.
Also wer auch immer hier in diesem Modus das perfekte Relikt holen will, ja, der ist einfach nur krank. Also wer das in diesem Modus hier versucht. Na ja gut, das macht er zum Glück keiner. Das machen bestimmt Leute. Extra das Challenge. Das stimmt. Tobi, hallo. Solange ich schnell bin. So, jetzt ist ja eigentlich gut, oder? Oder? Ja, doch, das ist. Nee, das ist schlecht. Ja, wollte gerade sagen, solltest du nochmal die Maske aktivieren. Was mache ich denn da? Ich wollte jetzt gerade das Level verlassen. Ja, ich glaube, dann versuche ich es. Geht das denn irgendwie ohne den Switch schon zu aktivieren? Ja, du kannst einfach rüberspringen. Aber dann kommt man ja gar nicht rüber, oder? Also dann sind ja die Mikrokisten spätestens weg. Ach, ist doch alles scheiße. Wer hat diese Kacke ausgedacht mit dem invertiert Kack hier? Na, die Nitro-Kisten, auf die du da hüpfst, die sind ja dann sowieso weg. Aber dann hast du halt eben noch zum Schluss die Sprungkiste. Lol, die sind eh weg, ja. Auch irgendwie nicht dran gedacht. Ach ja, ich mach's schon wieder. Ist auch irgendwann. Und ich meine... Obwohl, wenn mir das auch egal. Ich wollte gerade sagen, die Reihe da drunter sind, glaube ich, auch Nitro-Kisten, aber... Die würde man ja dann auch kaputt machen, wenn man selber drauf steigt. Wie habe ich das denn gerade geschafft, dass das ging? Also ich weiß, dass das im normalen Level auch ging, aber ich komme einfach nicht drauf klar, was ist jetzt schnell, was ist langsam, was ist scheiße. Alles ist scheiße. Was ist scheiße? Wikipedia-Eintrag. Hey, größter Rotz. Ich versuche jetzt über die TNT-Kiste zu springen, also ich versuche mir das zu merken, besser gesagt. Sehr gut. Weil das zu schaffen ist ja jetzt nicht das Ding. Ja, der hat den Doppelsprung nicht genommen, ne? Was will man machen? Okay, so, dann mache ich halt das, was dem Dennis nie gelungen ist. Mir egal. So, Niklas, schnell sein. So. Jetzt ist hier drüben die Ausrufezeichenkiste, genau. So. Und hier haben wir jetzt. Boah, wenn ich alle Kisten habe, nicht raste was. Genau, es sind noch Mikrokisten. Eins. Hi! Warum habe ich jetzt gedacht, dass. Mein Gehirn. Hauptsache durch. Mein Gehirn. Alter. Ich habe schon fast alle. Oh, ich habe schon 3 Edelsteine. Ah, gut, so lange ist das Level auch gar nicht mehr. Naja. Nö. Kommt eigentlich jetzt nur noch ein bisschen hier diese Wände, die an und ausgehen. Ja, das war eigentlich ein sehr angenehmer Bereich. Jo. Weg. Dann ist schon zu Ende. So, ach, das war jetzt ein bisschen blöde. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Hier in der Nähe war jetzt, glaube ich, der verborgene Edelstein. Komm mal her. Bei dem Nitro-Ding. Jetzt gleich, oder? Nee. Ja, wenn die deaktiviert sind, da. Okay. Spring mal und deaktivier nochmal. Und dann guck auf der Kiste, auf der du stehst gerade. Ah, was? Ja. Muss ich mich da töten? Na, eigentlich kannst du dich ja fallen lassen und dann einfach nur springen, oder? Stimmt. Ja, okay, nee, kann ich nicht, weil er macht nur einen einfachen Sprung offenbar. Ja, super. Na, egal. Wäre jetzt blöd gewesen, wenn ich 3 Tode gehabt hätte, aber ich hatte ja schon 5. Ist ja alles okay. Ja, was aber heißt, dass ich den Scheiß nochmal mache. Also, natürlich ist nicht so schön. Na, ist ja zum Glück nicht so viel. Ja, wenn ich den Bonus nicht machen muss, dann geht's. Jo. Ja, komm, die Stelle ist schon gemächlich. So. Perfekt. Boah, bitte lass mich alle Kisten holen. Bitte, 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 bitte. Ja, sieht gut aus. Und bitte lass mich nicht wieder ins Ziel. Das war richtig dumm. Im originalen Level, wo ich einfach ins Ziel gesprungen bin, weil ich gesprungen bin halt. Und nicht so richtig einen kurzen Sprung, sondern so einen langen. Ah, das war richtig kacke. Wer braucht schon Nitro-Schalter? Ah doch, nee, das müsste aber passen eigentlich. Ja. Weil ganz vorne ist noch eine Kiste, denn da der Roboter hier. Und von dem Nitro-Schalter wird eine nochmal explodieren. Die, ja, die hast du übersprungen alle. Haben. Ja. Komm mal her, Kollege. So. Oh, bitte nicht zu weit, Niklas, bitte nicht zu weit. Ja, gut, diesmal kann ich gar nicht. Oder wohl doch, oder? Wobei? Ja, nee, komm, das schaffe ich, komm. Zieh! Und nicht ins Ziel, bitte. Ja! Jawohl. Super, 21 Minuten. Ach, das geht ja eigentlich sogar irgendwie. Hat sie nicht 40 gesagt oder so? Ich glaube, ja, ich guck mal nach. Vergangene Zukunft. Hey, wir haben einen neuen Skin, stimmt. Dann lege ich den doch erstmal an.
Auf die Ladezeit kommt jetzt auch nicht mehr an. Währenddessen kann ich nochmal schön in meine Notizen schauen. Ich habe nämlich richtig kranken Shit geträumt, weil ich wohl gestern doch zu lange im Stream dabei war. Ah. Ich habe irgendwie so einen richtig kranken Shit geträumt, wo Alinas Mutter mit mir irgendwie so ein Aufnahmeritual machen wollte oder irgendwie sowas. Jetzt habe ich doch nicht den neuen Skin angelegt, scheiße. Ja, egal. Aufnahmeritual. Gut, dann haben wir halt noch ein paar mehr Ladezeiten, dann kann ich ein bisschen besser in meine Notizen schauen. Das ist dann einfach so eine Sekte. Also es war erstmal, es war halt so abends und es war halt so kurz vorm Schlafengehen irgendwie so ein Ritual oder sowas. Hm. Und ich hatte dann schon Zähne geputzt und dann ging es erstmal damit los, dass ich meinen Plastikmüll irgendwie entsorgen sollte oder wollte. Und sie hat dann halt so die Spülmaschine aufgemacht. Und ich dachte mir dann so, ja, und jetzt so? Und dann sie so, ja, da unten rein. Und ich so, hä, da rein? Und sie so, ja, in die Spülmaschine, ja, da unten rein. Und dann ist da unter der Spülmaschine, in der Spülmaschine, noch irgendwie so ein Fach gewesen, wo dann da Plastikmüll reinkam und Papiermüll daneben. So richtig weird. Dann habe ich das erfolgreich geschafft. Schön. War sie zufrieden und meinte dann so, ja, jetzt noch ein, jetzt bekommst du dann noch ein Glas lauwarme Milch. Dann habe ich nur so gesagt so, nee, ich bin vegan. Und da war sie so ein bisschen angepisst so. Und dann bin ich so offenbar ins Schlafzimmer von Alina gegangen oder sowas. Die lag da auch irgendwie schon im Bett oder so. Und dann kam, sie hatte auch da so ein lauwarmes Glas Milch schon stehen. Dann kam ihre Mutter wieder mit so einem Glas Wasser und einer Brausetablette. Und dann meinte sie irgendwie so, ja, jetzt musst du die Hälfte davon in dem Wasser auflösen. Hat mir aber keinen Löffel mitgebracht. Alina schon, aber mir nicht. Und da meinte sie irgendwie so, ja, musst du mit dem Finger umrühren. Dann habe ich das mit dem Finger umgerührt. Und dann kommt das Abgefuckteste. Dann war einfach in diesem Raum plötzlich so ein riesiger Plüschelefant. Und ich glaube, das kommt daher, dass ich gestern im Real einkaufen war und da habe ich so riesige Plüscheinhörner gesehen, die oben im Regal standen. Also da war quasi Hundefutter, Spielzeuge und sowas. Und dann kamen so ein bisschen Spielzeuge und ganz oben in den Regalen, die sind ja auch relativ hoch dann im Regal, da waren dann einfach so Einhörner, die einfach so groß waren wie so ein, ich sag mal, durchschnittlicher Hund. Mhm. Und ja, top. Ich darf doch hier nicht so oft sterben. Auf jeden Fall hat man dann so kleine Männchen gesehen, die dann da quasi reingelaufen sind in den Mund des Elefanten. Und dann meinte ihre Mutter halt so, ja, jetzt musst du, sobald der letzte durch ist, musst du auch da reinkriechen in dieses große Maul und musst dieses Wasser mit der aufgelösten halben Brausetablette als Opfer quasi darbringen und musst währenddessen aber die andere Hälfte der Tablette in den Mund nehmen und richtig fest draufbeißen. Und dann bin ich da so durchgekrabbelt. Und ich sollte irgendwas, irgendwie die Absolution erfahren oder irgendwas, keine Ahnung. Da waren irgendwie so gestapelte Bücher, als ich dann da durch diesen Elefanten gekrochen bin und so Gesellschaftsspiele, so Kindergesellschaftsspiele. Auch die habe ich im Real gesehen. So eine Bibliothek in so einem Kuscheltier. Genau, genau. Und irgendwann war ich dann tatsächlich wieder raus, so nach 30 Sekunden oder sowas aus dem Elefanten. Dann war ich quasi wieder zurück im Zimmer. Und dann meinte sie irgendwie so, irgendwie, muss mal gerade nachschauen. Jetzt ist entweder alles okay oder du musst dich umbringen. Oder irgendwie sowas. Und tatsächlich habe ich auch einen Satz gehört, den ich hören sollte. Also ich sollte da wohl irgendwie, irgendjemand sollte zu mir sprechen und ich sollte irgendwas hören. Und ich habe als Satz gehört, ich hasse dich, Light Yagami. Also ein Charakter aus Death Note, aus dem Anime. Ich weiß jetzt nicht, das war wahrscheinlich eher dann das Zeichen, ich soll mich töten. Aber es war extremst weird. Der Traum war da zu Ende, aber es war ein extremst weirder Traum. Einfach so richtige Sekte. Ja, legit halt. Das war halt wirklich wie so ein Aufnahmeritual von wegen so, ja, jetzt bist du hier im Freundeskreis akzeptiert oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, komplett abgespaced. Was Niklas natürlich nicht weiß, jeder aus der Zugzug-Gruppe, der schon mal bei Alina war, musste dieses Ritual natürlich durchmachen. Ja, dachte ich mir. Also, daraus schließe ich sollte nicht mehr an dem gleichen Tag den Real besuchen,
Und ein Stream von Alina, wo auch noch ihre Mutter im Chat ist. Und vielleicht sollte ich auch sonst irgendwie keine halluzinogenen Sachen nehmen wie gestern. Nicht, dass ich das getan habe, nein. Aber als Vorsichtsmaßnahme noch extra darauf achten vielleicht. Ja, aber das war schon schön. Das war auch der letzte Traum, den ich heute hatte. Auch der einzige, an den ich mich so richtig erinnern kann. Also, ja gut, es war so ein Teiltraum, weil vorher war auch noch irgendwie... Dann haben da ein paar Leute halt draußen irgendwie davor so ein Ballspiel gespielt. Und ich wollte eigentlich mitspielen, wusste aber gar nicht, wie das geht. Und die haben mich da die ganze Zeit reingeschmissen und ich wusste nicht, was soll ich überhaupt tun? So, ja, jetzt bist du die Funktion, jetzt hast du die Funktion. Also quasi so... Das war irgendwie so eine Art Baseballspiel oder sowas. Ja. Und dann war ich halt manchmal irgendwie in der Mitte und sollte den Ball abfangen, manchmal sollte ich rennen. Ich wusste aber gar nicht, was ich machen soll. Einfach so, wie wenn man dann sagt, so, du bist jetzt der Pitcher und du weißt aber gar nicht, was das überhaupt ist. Ja, genau. Ja, scheiße. Wobei, ich kann mich vielleicht noch... Ja, ich kann mich noch retten, wow. Geil. 2 Tode habe ich bisher erst. Ja, aber stellenweise habe ich halt auch so Träume, wo ich mir denke, was ist das denn für ein Quatsch? Also denn auch vor allen Dingen, wo so... bestimmte Personen denn auftauchen, wo ich mir denke, hä, also was haben die denn jetzt damit zu tun? Ja, das war da auch so. Also eigentlich war das, glaube ich, halt wirklich so diese Zuckzill-Gruppe, die da ja dann draußen bei diesem Ballspiel war, aber dann waren halt plötzlich auch noch Leute so aus meiner Abi-Gruppe da am Start. Man sich dann halt so fragt, so, ja, warum? Woher kennt ihr euch denn? Genau. An NRW kennt sich doch jeder. Ja. Jedenfalls, das ganze Spiel hat dann da im Endeffekt darin geendet, dass ich irgendwie der Kameramann wurde. Ich habe dann irgendwie Fotos gemacht. Ich weiß nicht warum oder warum überhaupt das zu dem Spiel gehört. Aber ja, ich war dann der Kameramann. Niklas, der alte Fotografie-Profi. Ja, hab komplett Ahnung davon. Oh Gott, jetzt wird's aber echt knapp hier. Wir haben schon 3 Tode. Ja, ah, ich denke, das dürfte jetzt was werden. Vielleicht soll ich mich jetzt mal konzentrieren. For once. Sonst hänge ich ja auch 12 Stunden. Aber ich müsste mir diese Träume eigentlich auch mal aufschreiben. Ich finde es auch besonders spannend, sich dann halt wirklich direkt danach, wenn man sich noch dran erinnert, halt wirklich Traumdeutungsseiten durchzulesen. Also gerade auch, wenn es hier irgendwie so umgeht, ich habe dann halt öfter sowas, dann bin ich irgendwie in einem Zuggleis oder sowas, wenn man sich dann da so durchliest, so von wegen so, ja, das sind drohende Gefahren oder du hast... Eine drohende Gefahr ist dann doch nicht so groß, weil du nicht vom Zug erwischt wurdest oder so ein Scheiß. Ist schon sehr interessant, sich das so durchzulesen. Und es gibt ja auch immer sämtliche Deutungen. Es gibt ja irgendwie eine philosophische Deutung, eine psychische, eine physische, weiß ich nicht alles, was für Deutung. Eine medizinische vielleicht noch. Das ist schon sehr interessant. Aber man sollte sich natürlich nicht zu tief darauf einlassen. Das stimmt. Dass man sich jetzt so denkt, so, oh mein Gott. Ich habe jetzt von einem Tiger geträumt, der mich frisst. Ich werde jetzt irgendwie in den nächsten Tagen sterben. Das muss jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sein. Ja, aber das müsste ich mir eigentlich aufschreiben, allein schon, um halt mir das überhaupt zu merken, was da genau für ein Quatsch passiert ist. Weil so im Nachhinein kann ich mich halt nur erinnern, das war sehr starker Unsinn. Und das war auch dann das Erste, was ich dann wirklich, wenn ich aufgewacht bin, laut zu mir gesagt habe, so, was war das denn für ein Quatsch? So. Aber es kam mir so real vor in dem Moment. Ja. Aber besonders schlimm ist es eigentlich immer so, wenn, also manchmal wache ich dann zum Beispiel so auf und merke dann halt, dass Virginia irgendwie mit mir redet. Und die ist dann halt komplett im Schlaf so, die merkt es nicht. Und am nächsten Morgen spreche ich dann halt darauf an so. Einmal hat sie zum Beispiel so gesagt so, ja, was ist mit diesen Kaumenschen da? Und ich so, was für Kaumenschen? Und er so, ja, diese Kaumenschen da. Und ich so, was willst du? Das klingt wie eine gegenderte Version von Cowboys und Cowgirls. Ja. Das sind die Cow-Menschen. The Cow-People. Und dann am nächsten Morgen so halt so, hä, ich hab doch gar nicht mit dir geredet, hä, was willst du? Das ist immer sehr schön. Und einmal ist mir das wohl auch passiert, dass ich irgendwas gesagt habe. Da wollte ich irgendwie, da hatte ich irgendwie so eine Animal Crossing-Karte die ganze Zeit im Kopf. Und die war dann plötzlich bei uns im Schlafzimmer am Fenster. Und ich wollte Virginia das halt zeigen und sagen so, ey, da mit der Karte stimmt irgendwas nicht oder so. Und konnte mich natürlich nicht artikulieren, weil ich so im Schlaf war. Und sie dann auch so, du hast nur geträumt, jetzt schlaf weiter. Und ich so, nein, da ist diese Karte. Das war lustig, aber auch sehr erschreckend.